Sie wird nach rund eineinhalbstündiger Verhandlung im Sinne der Anklage zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt. Es gilt eine Probezeit von 3 Jahren, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Während ihr Verteidiger den Spruch des Gerichts annimmt, meldet die Staatsanwaltschaft Bedenkzeit an. Ratgeber hat sich wegen Unruhe vor Gericht verantworten müssen. Sie soll laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in den Jahren 2009 bis 2012 mehr als 120 Zins- und Währungstauschgeschäfte, Swaps und andere hochkomplexe Derivate entgegen einer ausdrücklichen Verbotsanweisung abgeschlossen haben.